Patronsclub Zürich. Ist aus einer lustigen Idee entstanden, vor etwa gut zwei Jahren. Marco Oesch zu mir kam und gesagt, du, eigene Gründervereinigung für den FCZ. Und ich sagte, super originell, gibt es ja noch keine. Und ich sagte, wir müssen etwas machen, was es noch nicht gibt. Etwas, wo wirklich auch die Leute vielleicht in einem anderen Umfang motivieren kann. Und ich habe dann gesagt, wir müssen etwas für die Jugend machen. Wir wollen, dass die Junioren vom FC Zürich die Möglichkeit, die Ausbildung bekommen, die sie brauchen. Das kostet einen Haufen Geld. Die Zahlen kann ich euch auch noch geben, wenn ihr wollt. Aber um es kurz zu machen, der Patronsclub Zürich ist für die Juniorenabteilung vom FCZ. Alles, was wir generieren, also auch alles, was heute Abend da kann man bleiben tut, geht immer zu den Gunsten der Letzikids oder von der Academy. Academy sind die, die U11 bis U18. Also alles, was Nachwuchs ist, durch wir Material stiften, durch wir teilweise Trainingslager finanzieren, durch wir Sachen, die auch zweckgebunden sind, am Verein direkt zahlen. Also es geht kein Franken an die erste Mannschaft oder an irgendwelche andere lustige Abenteuer, die man immer wieder in den Zeitungen lesen tut. Und das ist das, was wir teilweise auch ein bisschen Mühe haben, und wo wir einfach in der heutigen Zeit leider immer wieder feststellen müssen, die anderen Vereine ist das nicht besser oder anders, dass einfach Geld irgendwo verschwindet und man weiss nicht wohin. Das Geld, das wir heute auch schlussendlich verdienen, das geht in die Letzikids, also in die kleinste Abteilung, das ist ungefähr etwa vom Alter ab 8 bis 11. Wir haben ein Budget, ungefähr ca. 60'000 Franken pro Jahr sind 6 oder 7 Mannschaften. Ich bin nicht genau sicher, das ist immer etwas schwierig, weil ab und zu haben sie einen guten Jahrgang, dann machen sie eine Mannschaft mehr. Wenn es nicht so ein guter Jahrgang ist, dann wird es eine Mannschaft weniger geben. 60'000 Franken für einen Haufen Junioren, schlussendlich können über das ganze Jahr fördern. Das, ist zum Teil sehr schwierig im heutigen Umfeld, zum Geld verdienen, zum Geld auch überkommen von Sponsoren und so weiter. Und ich denke, wenn man es kann, mit so einem Anlass, wie wir jetzt auch heute haben, da, ein bisschen etwas dazu beitragen, dann glaube ich, ist das ein guter Anfang für eine Gründervereinigung, wo wir momentan jetzt hier sind. Wir sind seit 2 Jahren im Bestehen und haben momentan, Marco, ich habe jetzt gerade mal eine Anmeldung bekommen. Karte 93 Sitzplätze. Also 93 Sitzplätze mit knapp 60 Mitgliedern. Also, und wir haben das letzte Jahr immerhin etwa 30'000 Franken können einer Juniorenabteilung zusprechen. Das ist nicht wenig Geld für das, was eigentlich alle zusammen, die jetzt hier dabei sind, nicht übermäßig viel Geld ausgeben wollen. Aber wir haben immer wieder einen Haufen Sachen, die wir machen können. Und ein Haufen Leute, auch, die nichts mit dem FC Zürich zu tun haben, im Gegenteil, ich möchte auch noch ein paar GC-Fans begrüßen. Das ist löblich, darf ich ganz klar sagen. Wo, trotz allem, oder, Rivalität, aber gesunder Sportgeist, schlussendlich für die Junioren etwas machen. Und da möchte ich euch allen zusammen recht herzlich danken. Weil es ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass man schlussendlich auch für so ein Projekt erstens am Nachmittag mal frei nimmt. Und dann muss das Geld sein. Aber ich glaube, wir haben alle Freude gehabt. Ich habe einen Haufen lachende Gesichter gesehen, zumindest auf dem 18. Loch. Vielleicht sind auch alle froh, dass es fertig ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hat Freude gemacht und der heutige Abend soll noch ein bisschen mehr Freude machen. Wir können ein wunderbares Essen über. Ich würde vorschlagen, wir dürfen den ersten Gang mal servieren. Und dann machen wir eine Preisverteilung, bevor wir noch zum zweiten Gang übergehen. Und vor dem Dessert gibt es noch ein kleines Zückerli. Man kann ganz spezielle Sachen bekommen, die wir heute in einer kleinen Versteigerung mal probieren, dem Publikum anzugeben. Etwas Spezielles. Etwas, wo man eigentlich nicht wirklich kann, davon ausgehen, dass man es kaufen kann. Und mal schauen, ob es dann vielleicht der eine oder andere interessiert.
Das wäre von meiner Seite das gewesen. Ich würde sagen, ich habe gut geredet. Geniessen den Abend und nochmal recht herzlichen Dank für eure Teilnahme. Und die Bilder und die Fotos, die wir heute hier gesehen haben, die sind auf unserer Homepage ersichtlich. Wenn jemand das nicht will, könnt ihr es mir sagen. Dann machen wir aus dem Bildung Y irgendwo mitgenommen drauf. Wenn ihr das wollt, verstehe das, dass jemand vielleicht das nicht will. Aber tun Sie einfach uns vielleicht sagen. Dann kommen wir alle rein. EC-Freunde, die mitgespielt haben. EC-Freunde. Ist alles okay. Ist alles okay. Also, recht herzlichen Dank und einen schönen Abend. Und geniessen Sie.